Ich bin im Kampf, Spitze. Oh, dann der Hele kommt, lauf. Gerade für dich ist er zu gefährlich. Blicke nicht zurück. Wie soll Slonum auch hoppeln? Oh nein! Slonum! Er muss aber auch immer wieder gucken. Wie weit ist der noch weg? Komm schon, wenn ihn die Abkürzung überfällt. Sei kein Narr. Springer Alec! Er hat einen Turm. Oh man. Da oben? Oh. Das ist nach der Humor. Weil, wenn wir noch einen Inni kriegen, dann sind wir eh weit genug für 1000 Nadeln. Hm. Gibt es denn hier wieder ein useful Spell hier? Death Call, 42. Der Rock will nicht. Oh, ich kann jetzt dieses Quest annehmen, was man mir scheren wollte. Naja. Mumm, du bist zu Mumm. Nicole, ich muss. Zu Byron? Byron? Hm. Mhm. Oops, good you guys. Ich bin und zu Tabeta? Oh. Oh. Negativ. Oh. Oh. Puh, Mann, Mann, Mann. Ich muss wieder wach werden, you guys. Oh. Könnte schlimmer werden, ne? Mhm. Unendlicher Atem. Hi, Smithies. Hast du es auch gehört, Kunde? Oh, wie die schön schlendert. Guck mal. Unstabiles Gebrechen. Unstabil? Mhm. Heißt nicht instabil? Eigentlich heißt es sogar Affliction. Nee, was ist denn jetzt Sache? Wie heißt denn im Deutschen nochmal? Ich weiß nicht. Instabiles Gebrechen, glaube ich. Heißt wirklich Gebrechen? Ja. Unstabiles habe ich gesagt, weil es witziger klingt wie im Englischen. Okay. Ach, Corruption war Verderbnis. Ne? Mhm. Okay. Ja. Irgendwie muss ich Blizzard wirklich sagen, ich find's doof, dass jetzt so Nachtelfen Mage sein können und das Stuff.
Ja, ist schon ein bisschen doof. Ist ja vorher einfach eine richtig schöne Warcraft-Atmosphäre. Und mit Schamane und Druide getrennt fand ich eigentlich auch witzig. Jetzt kommen neue Rassen. Okay, lass ich mir gefallen, dass die dann plötzlich Schamanen und Druide können. Aber warum können dann andere Klassen das auch plötzlich? Ich meine, nur weil die Draenei landen und Blutelfen plötzlich da sind, können die Tauren Paladine werden. Ja, das war ja nicht plötzlich so. Sondern das hat zwei weitere Lons gedauert. Für die WoW schon. Für die WoW schon. Nein. Für so eine ganze Welt, da sind zwei Addons nichts, so wie zwei Jahrzehnte. Hey. Das ist nichts für die Erde. Die Erde wurde in einer Woche, an 6 Tagen geschaffen. Das sind 2 Wochen, aber viel. Nein. Für Gott ist das nichts. Für die Erde? Nee, andersrum. Also für beide nichts, ne? Nö. Nichts ist hier nicht richtig. Von nisch komm nisch, sagt Papa immer. Guck mal, wie ihr beide gleich aussieht. Voll beängstigend, oder? Warum? Du bist ja einzig. Und das ist ein Nachtelf. Das liegt vielleicht daran, dass wir trotzdem dasselbe Gear haben. Aber es war ein T-Set vom Hexenmeister. Warum haben das auf einem Mage als Account gebundene Gegenstände? Weil es keine klassenspezifischen accountgebundenen Gegenstände gibt. Aber ist doch scheiße. Das ist natürlich ist scheiße, komm. Ist alles scheiße, ja, mich kotzt alles an. Die nehmen das Modell vom Dungeons Set 1, vom Hexenmeister, und Mage können es auch nehmen. Warum? Der Trick ist ja, wenn dieses 4.3, dieses Transmoggen-Ding da kommt, da kann man auch die Account-gebundenen Gegenstände, also das Aussehen, benutzen. Ja, das heißt, dann hat wirklich jeder das Warlock-Set quasi. Ist doch scheiße. Nein, nicht unbedingt. Doch, ich finde scheiße. Aber Platte bleibt Platte und so. Ja. Aber ich sag dir, ne? Ist doch scheiße. Dann kommt Mage, dann kommt Priest. Die haben doch doch das schon jetzt. Ja, jetzt zum Leveln, aber nicht, wenn sie 85 in den Raiden gehen. Dann nehmen die doch nicht alle das Warlock-T-Set. Warum nicht, Golda? Sieht so scheiße aus, willst du mir das damit sagen? Die Priests haben manchmal auch recht schöne Sets. Das stimmt, schön, aber nicht so badass. Na, aber es sind ja auch Priests, ne? Shadow Priest. Mann. Shadow Priest. Nehmen Sie unbedingt mal in die Cities für Wappenröcke. Unbedingt würde ich das nicht nennen. Also doch. Mm-mm. Okay. Es dauert nur noch 7000, 8000. Und? Ja. Und dann? Was ist dann? Weil du wirst nichts verpassen. Wer ist denn der Dumme? Ich will aber Ruf farmen. Das stimmt nicht, Kolja. Doch, will ich. Nein. Doch. Mm-mm. Doch. Ne. Doch. Eher nicht. Ne? Ich kann vielleicht mal Ton ein bisschen lauter machen. Irgendwer hat sich gerade weggepoltert. Warum ist mein Sound so leise? Beziehungsweise... Da kommt er. Und dann kommt der richtig. Läuft er.
kann ja auch runterspringen. Der Mage, ne? Der fühlt sich so viel cooler, weil er so viel mehr Damage macht. Würdest du dich nicht viel cooler fühlen? Doch. Meinst du, ich könnte ihn mit einem Duell schlagen? Ja. Nice. Heilige Woge. Heilige Scheiße. Oh, wie billig das Gras hier gemacht wurde. Meine Güte. Ja, aber ja, von oben sieht man das. Noch mehr. Ich meine, gucken die sich das nicht an, bevor sie so eine Scheiße implementieren? Das war damals vielleicht up to date. Ich meine, die Blümchen und so, das Haus gut geworden, auch diese Fahne. Die sind von keiner Seite irgendwie scheiße. Noch nicht mal von oben. Und dann kommt sowas. Ist das so viel Arbeit, so einen wirklichen Halm in 3D zu programmieren? Sind's, ich meine, für Cutter haben sie doch bestimmt sowas, oder nicht? Beziehungsweise sie haben es besser verteilt. Sind das vielleicht... Weißt du, einäugige Programmierer, vielleicht. Die hier kein 3D denken. Sie haben ihr Bestes gegeben, Kurt. Ich meine, die kennen 3D auch nur von Erzählung. Vielleicht sind so viele Polygone, um das... Das ist so... Zu hardcore ist das zu rechnen. Aber dann sage ich dir, die können das ja so programmieren, dass die Kameraposition sozusagen dynamisch die Position des Grases verändert. So wie bei den manchen Schilden das ist. Oder bei Portalen und so. Die rund aussehen, obwohl es eigentlich nur eine Scheibe ist. Weil sie der Kamera folgen. Und das können sie mit Gras auch machen. Naja, vielleicht kommt das in der Zukunft, ne? Ja, cool, weil du eine Zukunftstechnologie gerade entdeckt hast. Die irgendwie schon gab. Hey, es geht mir darum, dass die den Rechnern dann auch mehr zutrauen, weißt du? Ich übersetze mal, Cole hat gerade gesagt, es geht ihm darum, dass jetzt im Moment einfach scheiße aussieht. Ja, willst du was anderes behaupten? Nee, sonst hätte ich es anders übersetzt. Aha, jetzt verfälschst du meine Übersetzung. Je nach deiner eigenen Meinung. Ja. Seilschaften. Solange es irgendwie übereinstimmt, fällt es auch keinem auf. Die Blumen sind schön. Wird dieses Gras da nicht mehr? Oder wenn das Gras nicht wäre, wären einige Leute nicht im Gefängnis. Ich frage mich, warum geht das so, ja? Diese Blumen sind super scheiße gemacht. Einfach so eine Scheibe zusammengetackert. Und dann kommen so schöne Blumen dazwischen, die wirklich 3D sind. Ach, wie condensed da. Zwölfka. Sick. Und ein Talentpunkt. Nice. This is a soul swap.
Swap. Oh, ich kann jetzt einen magischen Effekt spinnen. Das ist das nice. Lol. Siehst du? Man kann skillen, dass Geistläuterung healt. Also, ja, das wäre. Hab ich gelesen. Das ist ziemlich sick. Was wie immer. Okay, wollen wir das annehmen? Ich hab ja. Das machen wir jetzt mit Soulswap abgehen. Oh, wir haben doch so ein Tütchen. Nein. Die sind auch so hübsch. Oh, ja. Warum die so hübsche? Warum nehmen sie nicht nur die hübschen? Und dann kommen diese aufgetackern hier. Mein Gott. Ich hab mir irgendwie in mein Auge gestochen. Ach, vielleicht die Waffenkammer. Ich hab bestimmt was die Waffenkammer. Oh, nice Quest. Siehst du, weil es ist die Waffenkammer. Levelt so utopisch schnell. Wieder vier Balken. Das ist schon ein bisschen krass. Ah cool, wir haben ja auch jetzt alles gesehen. Ne? Wie meinst du das? Ich meine, was willst du beim Lab noch sick Neues entdecken? Oh, deswegen ist schon in Ordnung, wenn wir so schnell leveln. Jupp, das ist du. Ja. Ich meine, wie viel haben wir? 45%? Das ist schon sick. Das haben die Neulinge ja gar nicht. Ich check mal wieder, ob ich alle Gegenstände noch an habe. Ja. Ob ich noch alle Gegenstände? In der Gilde bin. Ja. So. Alle Account gewonnen. Die leg ich ja auch mal gerne ab. Auch mal gerne für Grab. Für Flow. Hier durch dieses Fenster durchcasten. Nice. Ja, dann können wir die Düse mal schon wieder verlassen. 1000 Nadeln. Ja, awesome. Nice. Ach, Soulswap funktioniert noch gar nicht so. Hm. Da war es eine Glyphe. Ja. Die Rabenkönigin? Ja, die Rabenkönigin würde mich jetzt eigentlich mal interessieren. Ob die vielleicht auch was dazu zu sagen hat. Hier in so einem Meeting. Ich möchte jetzt mal wissen, was die Rabenkönigin eigentlich zu sagen
Was? Ist das ein japanischer Brauch? Gott, ich sterbe gerade. Von Müdigkeit? Na, ich weiß, jetzt glaube ich keine richtige Müdigkeit. Was könnte es sein? Ich weiß nicht. Aber ich kann einfach nicht müde. Ne? Es wäre nicht mit der Realität in Einklang zu bringen. Oh Gott. Ich glaube, es ist okay, müde zu sein. Nicht, wenn man ewig lang gepennt hat und noch nicht so lange auf ist. Es ist okay. Es ist raus. Das ist raus, aber wenn du gehst, schließ die Klappe ab. Das ist raus. Oh mein Gott. Sorry, ich wurde interrupted. Ich mach weiter. Oh Gott. Ich brauch auch irgendwie Schokolade oder so. Ich habe in der Schublade nur noch Weingummis, ja. Die riechen schon, als wären sie so wirklich gegoren. Wie lange sind die schon in deiner Schublade? Weiß ich nicht. Ein paar Wochen, ja. Aber das riecht so richtig ungesund. Naja. Weil wenn es einen umbringen könnte, würde es wohl aufstehen. Achtung, nicht essen, wenn es abgelaufen ist. Die sind wirklich dann seriously giftig. Können überhaupt alles hier Weingummi sein und dann schmeckt es plötzlich nach Zitrone. Schon krass, was unsere Technik im 21. Jahrhundert so hinkriegt. Live-Tipp. Oh, Banane. Kusche, Kusche. Sind ja Smutsche, Kusche. Oh, ich komme hier gleich. Nicht die Tür schließen.